Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video hier bei Garados Damage auf meinem Kanal. Dies wird ein kleines Tradebinder-Video, aber zeitgleich möchte ich auch noch ein kleines Lebenszeichen von mir geben, dass in nächster Zeit doch sehr viel kommen wird. Ich brauche nur noch etwas Zeit und Geduld, um das Ganze zu planen. Ich mache mir gerne mal so Notizzettel und plane das Ganze auch strukturiert durch, damit das auch halbwegs gut aussieht. Aber kommen wir erst einmal zu diesem Tradebinder. Hier noch einmal ein paar Tauschkarten. Von meinem letzten Tradebinder haben sich sehr viele gemeldet und es sind einige Tauschaktionen zustande gekommen. Ja, das werdet ihr dann natürlich auch noch sehen in der kommenden Zeit. Also, wir haben hier natürlich mein Toxicroak in EX Full Art. Dann haben wir noch ein Pokémon Fanclub. Dann haben wir ein Panzereron EX. Dann haben wir ein Magnesone EX. Dann haben wir noch ein Regigas EX. Ein Ewelter EX, ein Mega Kangama EX, ein Mega Glurak EX, das mit den blauen Äuglein ist das, glaube ich. Es schimmert auf jeden Fall. Es ist nicht das mit dem goldenen Rand. Ich weiß nicht, da gab es mal irgendeinen Unterschied. Diejenigen, die es wissen, können das vielleicht nochmal in die Kommentare ballern. Ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz genau. Dann noch eine sehr, sehr seltene Karte. Shymin EX. Ich habe schon viele Anfragen für diese Karte bekommen, aber es war einfach für mich nicht das passende Angebot dabei. Ja, und jetzt kommen Karten aus dem Base-Set. Normale Holo-Karten. Die tausche ich aber auch nur gleichwertige Karten. Also entweder auch andere Karten aus dem Base-Set Holo oder eben gegen EX-Full-Art-Karten. Die sind einfach richtig rar. Die Karten, ja, also wenn man mal auf diverse Internetportale geht, wo man sich noch Booster kaufen kann, da kostet eine Boosterbox knapp 400 Euro. Das ist einfach, das ist einfach rar, das gibt's eben nicht mehr. Besonders die First Edition, ja, also das war eben ein Zapdos, dann ein Magneton. Und jetzt haben wir hier noch einen Apollo, ist das auch Holo? Ja, das ist auch Holo, genau, ja. Dann haben wir noch einen Kikli, auch Holo, dann haben wir noch einen Gengar. Ja, und jetzt kommen noch ein paar unspektakuläre Karten, die aber dennoch auch nennenswert sind. Nämlich ein Rokara, dann ein Guardevoir, ein Tantora, ein Sneebuna, ein Vegeta, ein Grillcheater, dann nochmal ein Sneebuna, aber ein anderes Artwork, ein Sodacheater, ein Snobilicat, ein Megalon, dann ein Knuddeluff und dann nähern wir uns auch dem Ende mit dem Pyroleo hier. Dann haben wir noch ein Rabigator hier dabei, dann noch ein Fiaro, dann noch ein Bibor, nicht runterfallen, dann noch ein Skelebra, ein Tengulist. Und zu guter Letzt ein paar Finesse. Ja, alle Karten befinden sich bei mir im gewohnten Nirmint-Zustand, also Boost of Gish. Auch die Karten, die hier außen liegen, gut, man könnte jetzt meinen, die haben ein paar Kratzer von oben, das kann man eben nicht vermeiden, aber diese Karten, die hier in den Hüllen sind, so wie dieses Shymin X, die Karten, die sind schon Nirmint, also Booster raus, Hülle rein und nie wieder aus der Hülle geholt, nicht mal angefasst. Das erkennt man auch daran, dass diese Karten hier, zeige ich mal so, ein bisschen gewellt sind. Ja, das ist passiert einfach bei Holo-Karten, weil das eben doch ein sehr spezieller Druck ist, der da erforderlich ist. Ja, soweit zu meinem kleinen Tradebinder-Aktualisierungsvideo hier. Das kann ich mal hier so liegen lassen. Ja, das sind hier die Tradebinder-Cards. So, wer also was haben möchte, der schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ja, ich werde natürlich wie immer persönlich dann darauf antworten. Ja, und jetzt möchte ich noch etwas loswerden, was so in nächster Zeit kommen wird. Es wird auf jeden Fall einige Openings geben. Es wird Gewinnspiele rattern. Es wird Specials geben. Es wird sehr viel kommen. Ich kann nicht allzu viel verraten, sonst würde ich die Freude nehmen. Lasst euch einfach überraschen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach, wenn es denn dann auch losgeht, ja. Ne? Vielleicht mit einem Unboxing. Man weiß es nicht. Seht einfach und wartet die Zeit ab. Habt Geduld. Ich bin auf jeden Fall weiter hier on stage bei YouTube.
Euer Garados Damage verabschiedet sich mit einem Tschö mit Ö und Ciao mit V. Ciao mit V und Tschö mit Ö. Und er hat noch eine Frage an euch, nämlich: Hat euch das gefallen, dass ich die Kamera mal nicht auf ein Stativ gepackt habe, sondern so in der Hand halte? So kann ich nämlich auch dann auch mal hier gewählt ranzoomen. Und auch gewählt wieder wegzoomen. Ja. Ja, hat euch das gefallen? Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn nein, sagt, nee, das war doof, scheiße, kacke, pisse, was auch immer. Stell die Kamera lieber wieder auf ein Stativ, das ist dann doch ruhiger, eine ruhigere Atmosphäre, dann tue ich das gerne. Und ich würde mich wie immer über ein Abo freuen und jetzt verabschiede ich mich. Tschüss, euer Garados Damage, bis zum nächsten Mal.